Simon, bist du bereit? Are you ready? Ja, natürlich. Denk an die wogenden. An die wogenden Schiffe. Bang, 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 bang. Ich bin bereit, ich bin allein auf einem Boot. Und wenn was passiert, dann stückele ich einfach weg von der Gefahr. Sag ich dann Stück, Stück, Stück. Aber. Hast du. Moment, ich muss kurz durchatmen, sonst wird alles rot und ich fall um. Ganz kurz. Oh, da kommt der Scherenmann. Ha, stöckel die Stück. Soll ich dir noch was zu trinken aus dem Automaten ziehen vielleicht? Nee, wir haben ja zum Glück, haben wir ja mittlerweile Durchspiele mit Bart. Das ist vielleicht sogar der Grund, warum die Reihe weiter existiert. Wir haben eine Grundversorgung an Bier durch euch sichergestellt. Ja. Und wirklich, ich muss jetzt trinken. Es gibt Spiele, die kann man spielen, da kann man auch lachen. Und dann gibt es auch Spiele, die musst du dir einfach schön saufen. Vor allem, weil du dann gesagt hast, okay, ich will heute mal ein bisschen kürzer treten, aufs Spiel konzentrieren, aber irgendwas bricht einen dann auch wieder. Es ist jedes Mal dasselbe. Entweder finde ich immer eine neue Ausrede, aber bei Spielen mit Bart ist es halt auch echt schwierig, nüchtern zu bleiben. Ich kann einfach nicht. Das ist too much. Um es nochmal zusammenzufassen, wir sind auf einem Luxusliner. Die scharfe Monika mit ihren wogenden Argumenten hat Leuten ein Auge gekocht, ist mit einer Schattenoma im Fahrstuhl gefahren und dann hat Harry, ihr Freund, sich von einem Automaten fressen lassen und ein Scherenmann ist aus seinem Hintern gekommen. I'm serious! Der Kopf! Das ist ja geil. Ich meine, er hat es verdient, siehst aber du, das ja, ist siehst ja du, geil. Was ich meine, siehst du, was ich meine. Okay. Alter. Lag ich irgendwo falsch? Wenn ihr jetzt die erste Folge nicht gesehen habt, das war's. Kannst du dich ausdenken, den Scheiß. Also, ey, warum? So ein Spiel können wir auch machen. Im Ernst, das kickstarter ich dir mit einer halben Backe aus dem Arsch. Wirklich, das ist sowas von. Nennen wir es Nightcry Words. Und dann? In meinem Spiel gibt es dann drei Frauen, die haben alle drei Brüste, also 9 Brüste. So. Und die treffen aber auf einen Feuerlöscher, weil ich gerade einen sehe. Und der aber entpuppt sich als der Teufel und verwandelt die eine in eine Gitarre. Und die andere in eine Lampe. Siehst, ist jetzt schon besser. Wenn wir nicht genug Budget haben, können wir aus den 3 Frauen mit 3 Brüsten eine Frau mit 9 Brüsten machen. Yes! Wie so eine Art Surround-Anlage drumherum. Oh ja, Brüste. Das ist so, egal wo du greifst, du hast was. Immer. Ja, genau. Jederzeit. Nee, das war wirklich, wir waren jetzt gerade im Brusttraumland. Wir waren gerade im Brusttraumland. Wir sind auf jeden Fall noch weiter auf der Flucht vom Scherenmann. Gerade wurde jemand von einem Speisewagen, wurde seine Milz durch seinen Hals gedrückt. Ja, wir haben auch noch den Typen in der Kühlanlage vergessen, aus dem natürlich auch wieder der Scherenmann rauskommt. Die Frage ist, ist das Spiel übernatürlich oder ist sie einfach völlig bescheuert? Das ist die Antwort ist ja. Egal, ja. Ich gehe jetzt aus dieser riesigen Tür raus. Du hast jetzt schon mal ein Gefühl für das Spiel bekommen. Ich bin froh, dass du wieder spielst jetzt. Es spielt sich wie als ob du mit einer echten Ratte spielst. Also eine Ratte, die noch lebt. Genau, eine Ratte vor allem, wo das WLAN auch spotty ist und die nicht richtig ankommt. Das WLAN in der Ratte geht nicht richtig. Genau. Die Ratte funktioniert nicht. Jetzt neu, die Ratte. Rat 2.0. Ich habe mich, ich hatte es schon gesagt, ich hatte es ja als Let's Play angefangen und jetzt haben wir noch ein bisschen was vor uns, was ich schon mal gespielt hatte. Zum Glück habe ich jetzt so einen ganz groben Überblick noch. Ja. Das heißt, die nächsten 15 Minuten sind wir noch sicher, danach sind wir auf uns alleine gestellt. Also bei uns wäre das dann eine Folge. Bei uns wäre es wahrscheinlich eine Folge. Wird ausgeweitet auf 60 Minuten, wir kennen das. Ich würde sagen, es ist das erste Let's Not Play. Let's Play. Let's just do something else. Also da war. Wir haben Münzen. Das können wir noch sagen. Wir haben aus der Cash Register haben wir Münzen geklaut, was total gegen das Gesetz ist. Genau. Aber sie ist hot, deswegen verzeihen wir ihr das. Wolltest du jetzt den Danny wieder rausholen? Ja, ich hätte gern den Danny. Harry. Na komm. Er war 5 Minuten. I don't have my purse. Aber wir haben das Geld doch geholt, ne? Ja. Ja, wir haben Geld. Ach, müssen wir es vielleicht verwenden? Ich weiß nicht. Ach so, was wir übrigens brauchen, ist eine Sicherung. Ah, natürlich. Ja, dann geht's. Ey, vielleicht kommt jetzt eine Sicherung raus.
Nee, es ist eine Hand mit einem Ehering. Jede Frau will einen Ring kriegen. Hey, warum nicht aus dem Automaten ziehen? Und jetzt stellt sich raus, das war alles nur ein sehr elaborierter Heiratsantrag. Achso, das war jetzt kommt der. Ha, Schatz! Aber er kann nicht winken, weil er keine Hand mehr hat. Ja, du musst Opfer bringen, wenn du. Im Grunde ist auch nicht anders als heiraten. Eine Hand mehr oder weniger. Ja. Also wir haben eine. Oh, oh. Das heißt, der Scherenmann schneidet wieder. Er schneidet wieder. Aber der Scherenmann ist zurück. Schnipp, schnapp. Oh. Nein, warum? Tu das nicht. Doch, ich muss hier hin. Aber da war ich doch schon. Ich glaube, es ist der Typ mit der Hand. Ja, und jetzt muss die Hand. Weil ich das daran erinnere mich noch, er hat nämlich ein Smartphone bei sich. Weil sonst ja niemand. Es gibt nur eine Person auf diesem Boot mit einem Smartphone im Jahre 2016, was uns vorher sogar gezeigt wurde. Wir können ja einmal auf das. Nee, das Smartphone können wir noch nicht benutzen. Ich komme immer noch nicht. Aber mach mal, ich raff immer noch nicht genau, was wir da gerade gemacht haben. Warum bist du jetzt zu dem Typen? Ich bin zu dem Typen hingegangen, weil seine Leiche war da drin. Aber warum habe ich das vorhin nicht gemacht? Du hast nicht auf ihn draufgeklickt. Ach so. Das war's. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. Wenn du nochmal auf ihn draufklickst, hat er ein Smartphone in der Tasche. Hättest mir auch vorhin helfen können. Hast du nicht. Ich hab dich schön auflaufen lassen, ja. Weil ich mag Auflauf sehr gern. Einlauf würde ich gerne jetzt haben. Ich glaube, ein Einlauf wäre besser als dieses Spiel. Weißt du, diesen Eimer habe ich auch daheim. Oh Gott. Mit dem alten Kram. Gregor, da waren wir doch schon. Ja, aber nee, das ist der eine Raum. Es gibt hier nämlich eine Handy-Ladestation auf dem Tisch. So, muss jetzt Rätsel bauen, aber es ist 4 Uhr morgens. Ich habe die ganze Nacht durchgekokst. Ich habe gesagt, bis morgen ist das Rätsel fertig. Weißt du übrigens, ich nehme ein Handy. Ich glaube, ich habe sein Handy gar nicht genommen. Ja, das ist nämlich das, was ich auch gerade vorhin sagen wollte. Ich glaube, du hast irgendwas. Again. What? Jetzt nimmst du das Handy, ey. Natürlich hat es keinen Strom. Na klar. Das wiederum ist authentisch. Das ist authentisch, ja. Das ist auch klar. Also wenn du ein iPhone hast, dann fährst du mal mit dem Aufzug und dann ist es leer. Verdammt. Das kann durchaus mal passieren. Geh nicht wegklicken? Ja, man muss erst mal ein bisschen stehen lassen, ne? Du weißt ja. Die Schwere der Situation mal akzeptieren. Aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, der Typ scheint ja relativ handlos gewesen zu sein, dass es seine Hand war, die wir aus dem Automaten gezogen haben. Ja, also wie du auf die Lösung gekommen bist mit der Hand und dass er ein Smartphone hatte, das ist. Nee, also tatsächlich, ich hatte diese Hand nicht gefunden, als ich gespielt habe. Ne? Das ist jetzt neu für mich mit der Hand. Das wusste ich nämlich nicht. Ich hatte kein Kleingeld gefunden und das ist Neuland. Neuhand. Also Neuhand. Das ist alles Neuhand. Aus Treuhand. Vermögen. Aus Treuhand vor. Genau, so hat sie ihr Vermögen. Ah! Entschuldigung, ich dachte, davon läuft einer. Ich war mir gerade so sicher, dass er um die Ecke kommt. Diese Größenverhältnisse machen mich fertig, ey, von der Tür. Ja? Alles Teil ihrer Psychose. Einmal ist sie doppelt so groß, einmal dreimal so groß. Laden, laden, laden. Und jetzt stell dir einmal vor, du hättest dieses Ding gekickstartet. Ne? Ich habe Geld ausgegeben, weil ich Clock Tower so gerne mag. 100 Euro? 200? Na, also sowas macht ja auch kein normaler Mensch. Das machen ja. Das macht nur Verrückte. Gregor, tut mir leid, aber warum gibst du nicht einfach nur das Minimum aus von dem, was du. Ich gehe diese Kickstarter-Listen durch. Ab wo kriege ich das Spiel? Hier. Digital Copy? Okay, fuck you. Ich will deinen Scheiß nicht, ich will deine blöden T-Shirts nicht, deine Mützen, deine blöden Making-ofs. Ich will keine Produktfotos. Ich will nicht irgendein Item haben aus deinem beschissenen Büro. Ich will einfach nur das verdammte Dreckspiel. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Mhm. Also, Entschuldigung jetzt. Ich meine keinen speziellen jetzt, aber alle Kickstarter sind gleich. Wir haben das Smartphone jetzt gefunden, was quasi unser. Was ist es genau? Speichern? Das, doch, es ist Speichern. Ja. Es ist Speichern und es hat eine weitere Funktion. Was machst du mit dem Smartphone? Du speicherst,
Du guckst die Börsenkurse an und du benutzt die Taschenlampe. Natürlich, ich natürlich. Meine, ist ja klar. Porno wär, Taschenlampe. Porno wäre das, was noch auf Platz 0 wäre, noch weiter oben drüber. Jetzt geh mal weg, du hier. Ah ja, und hier steht es ja, Operating. Und speichern, okay. Indem man es in die Station packt und Smartphone Light kann man dann einschalten, wenn es dunkel ist. Aber es ist eine Batterieanzeige hier oben. Ne? Also ich kann das Licht hier einschalten, wenn ich möchte. Wie wir wissen, geht's 5 Minuten maximal. Es ist so. Also musst du es immer wieder aufladen? Du musst es aufladen, ja, aber... Oh, und wir können natürlich auch hier reingucken, ne? Ist auch... Guck mal, eine SNS. Guck mal, wir... SNS. Eine SNS, ja. Das Wort SMS war wahrscheinlich rechtlich geschützt. Das ist traurig daran. Wahrscheinlich haben sie nicht nachgefragt. Sie haben einfach gesagt, ah nee, komm, dann bringen wir uns in die Teufelsküche. Wollen wir eine SNS schicken? Ach Gott. Ah nee, weißt du, SNS ist nicht SNS, sondern es ist Snap... Post. Snap and Post. Okay. Na gut. Post, ja, alles. Ja, Post. It's all good. Murder aboard. Oceanus ist das Schiff. Help. Warum ruft sie nicht einfach jemanden an? Das machen wir gleich, aber wir posten erstmal. Okay, aber ich finde es schön, dass man das macht. Dass man es über Snapchat. Also, du weißt ja, ja jeder Mord wurde über Snapchat drei aufgeklärt. Likes vor allem. Alle Leute finden es geil. Nächsten, hey! Wir haben drei Nummern. Angie Brown. Aber was heißt withheld? Withheld heißt die ohne Nummernanzeige. Ohne Nummer. Ja, den sollen wir anrufen? Kann man, aber wie kannst du den ohne Nummer anrufen? Ich weiß es nicht. Call isn't going through. Oder vielleicht war der Name nur withheld. Antonia Barrese. Die Nummer war da, aber der Name war withheld. Oder so. Antonina Barrese. Hört sich nach einem Anwalt an oder so, ne? Oder Anwältin. Ja, klar. Natürlich. Und Angie Brown. Angie! Was geht? Nee, sie geht nicht ran. Du gehst wieder nicht ran. SNS, ja, das sind die Sachen, die wir machen konnten. Na gut. Ich finde es schön, dass sie so ein bisschen. Also gerade. Ich bin leicht zufriedenzustellen bei diesem Spiel, aber hat mir gefallen, dass man diese Social-Media-Nummer machen konnte und so. Aber dass sie jetzt einfach aufhört und nicht einfach zum Beispiel 911 anruft, mal so eine völlig bizarre Idee von mir. Die Funktion ist nicht da anscheinend, dass man selbst telefonieren kann. es gibt hier noch einen weiteren Raum, der offen ist. Also wir suchen ja immer noch, eigentlich suchen wir ja immer noch Sicherung. Die Sicherung, genau. Wo könnte eine Sicherung sein? Eigentlich nur in einem anderen Sicherungskasten oder bei irgendeinem, in sowas wie dem Hausmeisterlager? Guck mal, hier niemand hat ja eine Sicherung in seinem Zimmer oder so. Also sollte sie zumindest nicht haben. Da können wir uns nicht verstecken. Ah, was ist das? A spray can purchase from before the cruise is on the table. Ein Bügeleisen. Ah ja, I forgot I bought this can of pepper spray. Would this work on the monster? Das ist ihr Zimmer. Das ist ihr Zimmer, ja. Okay, bequemere Schuhe Spray? Sie nimmt das Spray nicht mit und sie behält die Schuhe an, ja. Wow! Hey, yes! Give me the milk! Give me the milk! Bügeleisen kannst du nicht machen. Kannst du echt nicht, wenn du anklickst, nimmst. Oh, okay. Help! Okay, ich mach mich bereit, ich mach meine Stimme. Okay. Hallo. Oh, schade. Alle sind enttäuscht, oder? Ja. Jessica? Help me! A freakish monster is killing people! What should I do? Run, bitch! Run! It's okay. I've seen it too. You have to keep calm. Where are you now? Can you get help? Are you still wearing your shoes? You sound like you're wearing your shoes. I'm on the floor where we got separated. There's no way out of here. I couldn't get through to anyone until I tried calling the number for your room. Listen, we need to stay together. I'm coming up to your floor now. Nee. Das glaube ich nicht, Tim. Vor allem, ich weiß jetzt schon. Ich kann jetzt schon das halbe Spiel vor. Ja. Ja, man trifft sie natürlich später. Man will mit ihr reden. Sie wird kurz vor uns zerschnitten. Wir müssen wieder wegrennen. So ganz knapp davor, bevor wir bei ihr waren. Ja, und es gibt noch so einen Moment, wo man denkt, ah, Frieden. Und zack. Ja, in ihrem Koffer hat sie nicht. Die Spraycan will sie nicht mitnehmen. Das ist so dumm. Sie fragt sich doch noch. Hallo? Warum ist eigentlich der Schrank kaputt? Das ist unnormal. Ja, ist wahrscheinlich das Monster schon drin gewütet. Oder
Sie war mit irgendetwas unzufrieden. Ich kann sagen, ja, als typische Situation. Das mache ich auch, ey, klar. Klamottenschrank. Ich bin ja auch nichts anderes als einfach eine junge Socialite. Ja. Und ich zerstöre auch gerne mal meinen Wandschrank bei der nächsten Cruise. Man sagt sich, dein Klamottenschrank ist mittlerweile so groß wie dein Importerschrank. Ja, wie dein Hintern. Mit deinem Hintern. Mit deinem fetten Arsch. Wär das eine positive Sache, wenn du sagst, dein Hintern ist so groß wie mein Wandschrank? Dann wiederum, so gesehen, kommt es auf den Wandschrank an. Das ist, ja. Ist auf jeden Fall kein guter Gesprächsöffner, sozusagen. Da kannst du nicht. Es ist aber du. Ein sehr guter Gesprächscloser. Ja, wenn du heim willst, wenn du merkst, ja, es wird nichts mehr. Das ist so ein bisschen, aber dann wird es richtig, geht es richtig los. Okay. Diese Schuhe. Es ist auch ein ruhiger Moment, sie könnte ganz leicht diese Schuhe ausziehen. Aber vielleicht sind es von Gucci oder so. Ja, plus sie bewegt sich ja auch heiß. Und ich verstehe, dass es hier ums Flüchten geht. Man schaut einer Person beim Flüchten zu. Und in jedem Horrorfilm hat man das ja oft, dass man denkt, renn doch mal schneller, fall nicht ständig hin. Aber mach doch, der ist mal vorne, was genau, Liga. Der ehemalige. Ah, genau, der ehemalige Lebende, meinst du? Ey, es hätte so schön werden können, ne? Er hätte helfen können, alles. Aber nein, der Servierwagen hatte andere Pläne. Mhm. Ich wundere mich immer noch, wie der so schnell Geschwindigkeit aufbauen konnte. Der stand ja 5 Meter, der stand hier. Ja. Selbst wenn ihn Edward Laser mit einem Laserkick anschubsen würde, wäre der nicht so schnell. Ich bin eure Eduard Lila. Ich habe euch etwas Laserstarkes mitgebracht. Dieser Kick, diese Schelle, das volle Programm. Oh. Oh. Oh, oh. Ja, was denn jetzt? Hinter dir. Ja, aber noch weit weg. Shit. Da ist noch ein Raum. Geh doch hin. Oh nein, hier waren wir schon, oder? Könnte ein anderer Schrank sein. Ja, aber ich hoffe mal, dass der auf den Schrank nochmal reinfällt. Oh oh. Oh. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Nee. Ach nee, das ist die Perspektive von außen. Ja, ja, aber. Nee, das ist genauso wie letztes Mal. Du musst mit dem. Ja, ich höre, wo das auftaucht, ne? Genau, plus ich hab. Ich bin ja gestorben, also du hast jetzt noch mal. Nee, bei dem. Genau, aber ich weiß nicht, ob du danach gestorben bist. Oh oh. Mitten durch die Lücke. Direkt ins Gesicht. Nein, Mann. Nein, Mann. Oh doch. Oh shit. Mit der Riesenschere. Wo hat er die her? Okay, aber ich lebe doch noch, oder? Ja, renne, was das Zeug hält. Die Schere ist hinter dir her. Oh shit, ey. Okay, also das Ding ist nicht safe. Hier trifft es endlich mal zu. Schnitt Krankenwagen. Ja. Endlich kann man... Ah, steh doch auf! Oh Gott, du dummes Huhn! Steh doch auf! Nur der Krankenwagen wird auch zerschnibbelt. Schnitt, Krankenwagen, Schnitt. Ja. Ey, es macht keinen Wagen Schnitt. Es macht einen wütend, weil man ihr beim Laufen zugucken muss und einen das wütend macht. Ja. Da unten liegt was. Ach, wahrscheinlich unten. Ist egal, ist irgendeine Hand. Wahrscheinlich. Ach, stimmt, die Hand. Hand drauf. Ja, ich möchte von dem Blutrünstigen Mörder. Ich bin bereit für meine Todesszene, Herr Regisseur. Wo soll ich hinrennen? Wo soll ich hinfallen? Ja. Ah, oh, da waren wir doch schon. In dein Messer oder dran vorbei? Gregor! Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Na gut. Sagte auch Sledgehammer, nachdem die Atombombe explodierte. So ist Sledgehammer ja ausgegangen, ne? Ja, das war die letzte Folge, oder? Ja. Nee, weißt du, warum das so war? Nee, aber ich nehme an, die haben einfach kein Geld bekommen. Nee, es ist noch viel lustiger sogar. Warte mal, ich glaube, das ist. Und wenn du jetzt den Kühlschrank-Kollegen anguckst. Ich glaube, dann kommt er nochmal raus. Komme, was wolle. Na? Tch.
Zieh doch bitte die Beine ein. Oh nein, meine Haare sind so laut. Ah. Dann ist ja gut. Ja, okay. Sledgehammer. Also, es gab ja zwei Staffeln von Sledgehammer, habe ich mir natürlich auf DVD geholt, als sie rausgekommen sind. Geht ja nicht anders, die beste Serie ever. Mit Del Bundy zusammen. Und die hatten eine Staffel gedreht und die waren immer kurz davor, glaube ich, gecancelt zu werden, weil die einfach so schräg und absurd waren. Mhm. Ne? Ja, war's und ja da haben sie gesagt, na gut, dann beenden wir die letzte Folge damit, dass es um die Entschärfung einer Atombombe geht. Aber Hammer entschärft sie falsch und die Atombombe geht los und tötet alle. Hammer, Sie können doch die Bombe nicht entschärfen! Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich entschärfe. Dann wurden sie verlängert für eine zweite Staffel. Und dann hat die zweite Staffel einfach ein Jahr vor dem ersten Teil gespielt. Und deshalb gab es noch eine zweite Staffel davor. Und es endet alles mit der Atombombe. Nicht schlecht. Angie ruft an. Hast Hallo? Du sie gerade abgelehnt? Hallo? Nee, ich habe nicht zeitig drauf gedrückt. Warum hat der Typ eigentlich die Nummer von Angie? Alter, das gibt's doch nicht. Oh Gott, komm jetzt! Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Alter! Ich wette, du musst nicht, noch weiter rumlaufen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ey, aber warum lehnst du sie ab? Ich hab sie nicht abgelehnt. Ich bin nur nicht rechtzeitig rangegangen anscheinend. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. Oh, oh. Das Spiel macht mich wirklich aggressiv, ne? Oh, oh. The call is not going through. Oh, oh, oh. Nein, Gregor, ich hab deinen Anruf gar nicht mitgekriegt. Ich hab den nicht abgelehnt. Ich bin nur nicht rangegangen. You know you love me, I know you care. Just shout whenever and I'll be there. You are my love, you are my heart. And we'll never, ever, ever be apart. I was like baby, baby, baby. Oh, Angie! Baby, baby, no. Angie! Baby, baby, baby. Oh, Angie! But that you'll always be mine, mine. Der fucking Anruf muss kommen. Oh Gott, der Erste, den du weggedrückt hast. Gregor! Ich hab den nicht weggedrückt. Warum drückst du Anrufe von Frauen weg? Das ist eine Story of my life. Ja, wirklich. Du hast dein Leben vertan. Ich habe nicht weggedrückt, sie hat nur aufgehört anzurufen. Das ist, was Frauen sagen. Nein, ich hab dich nicht weggedrückt, du hast nur aufgehört anzurufen. Ich meine, nach dem 18. Mal wäre ich sicher drangegangen. Ja. Da waren wir, geh da nicht rein, gut. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Da, oh, da. Ah, jetzt, Achtung. Oh. Withheld? Okay. Hey John, how's your luxurious life aboard the cruiser? Das ist wirklich eine andere. Yeah. We're lost without you, honestly. There aren't many electricians that could replace you. And? Der Typ war ein Elektriker. Mm-hmm. Hey, excuse me? Oh, is this John's wife? No, but I need you to get help immediately. What? Who is this? Have I got the wrong number? No. Well, listen, there's been a murder. Lots of people are getting killed. I'm not sure what you're playing at, but I've got... you've got John's phone and you should return it to him now. Wait! Please listen to me. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Hier, John Thompson. Das ist der... Okay, wir sind richtig. Ja, das muss wahrscheinlich Angie sein. Jetzt wahrscheinlich hat er auf dem Bild eine Sicherung in der Jackentasche. Und jetzt müsste ich zu ihm hin, ja. Und jetzt kann ich sie erst sehen. Ey, im Ernst, es muss doch irgendeine sein. Okay, lass uns das systematisch angehen. Ja. Der Typ liegt in einem Aufzug. Hat, genau. Die Hand ist weg, der Ehering an der Hand hilft uns irgendwie nicht. Im Ernst, er ist Elektriker. Natürlich hat er aus irgendeinem Grund eine Sicherung dabei. Du hast doch immer eine Sicherung dabei, aber, wenn du Elektriker bist, oder? Ja, das ist sowas wie ein Ausweis. Haben Sie Ihre Sicherung? Ja, hier. Ah, okay, Sie sind alles Elektriker. Klar. Sie dürfen auf die Elektriker-Party. Wir sind Sicherungsbros. Wirklich. Dann stecken die zusammen. Aber weißt du,
sowas würde ich tatsächlich machen, wenn es so eine geheime Party für Elektriker wäre. Du kriegst so eine Sicherung, mit der du den Aufzug anmachen kannst, mit der du da hochfahren kannst zur Party. Es gibt diese Party. Dass der nur so funktioniert. Wir werden nur nicht eingeladen. Wir werden nicht eingeladen. Und hat schon jemand kommentiert. Du willst wenigstens virtuell irgendeine Bestätigung haben. Nee. Was hat er überhaupt in seinem Handy hier drin? Der war im Casino. Okay, komm, wir gucken mal, was hat er gemacht. Vielleicht, hier ist meine Sicherung. Ich pack sie hier hin. Der hat seine Freundin fotografiert. My Partner. Aber wer sagt denn My Partner? Niemand. In den Videospielen, wenn man niemanden verletzen will. How long is she gonna sleep, My Partner? This is Rhodos Island. This is my third visit here, but there's always something new to discover. Ich war auf Rhodos. Das ist schön. Ja, ist ja gut. The staff at the restaurant and my partner celebrated my birthday. Sein Geburtstag am 14.03. Dann ist er nochmal in Griechenland. Ja. Eine Style-Krise. Hä? Sein Geburtstag. Den haben wir jetzt. Wenn jetzt irgendwo ein Safe wäre, wo man eine Nummer eintippen muss, dann wäre es sein Geburtstag. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Angie? Hey, du musst klingeln erstmal. Tülüt! Tülüt! Oh, da ist Angie. Ich gehe gleich mal ran. Tülüt! Aber noch nicht. Tülüt! In einem Moment erst gehe ich ran. Hey, Angie. Ich gehe gleich ran. Das ist zu spät. Ich habe schon. Oh nein, ich klingel gar nicht mehr. Gregor, du hast es schon wieder getan. Ich habe schon wieder getan. Das imaginäre Telefon habe ich. Da bin ich nicht rein. Ja, nicht mehr da, ne? Nicht mehr in meinem Kopf. Ey, im Ernst, ich raste aus. Mach jetzt was, Gregor, tu was! Das ist unser guter denselben Freund. Eimer zu Hause. Great, I'm saved. Oh, sie haben für den Eimer sogar zwei verschiedene Antworten. Es gibt zwei verschiedene Antworten, aber nicht, dass der Anruf sofort getriggert wird. So, jetzt habe ich mir diese Fuse angeguckt und gehe einen Meter weiter. Das du scheiß Dreckschlampen, Sau, Hurensohn, Fotzenschwein! Ich geh jetzt ran. Hello, John, it's Angie! Are you okay? Everyone is making a fuss because the elevator stopped working. In some guy with a giant skizzer. Hello? Who is this? Where's John? I picked up his phone from his dick. Du bist dran. Oh, I thought to take it to the front desk, but the elevator isn't working. I see, thanks for picking it up. That's my husband John's smartphone. Is he on your floor? When I'm on the phone, it's not a smartphone. No. I'm not sure. That's okay, dear. You wouldn't even recognize him. Why are you suddenly Russian? Yeah, we can meet up at the front desk once the elevator is fixed. Yeah, I checked it out. It looked like one of the fuses was blown. It's Putin geworden. Well, he could easily fix it with the tools he carries around with him. John's an electrician, so he always has his tools in his suitcase. I'll tell you what he looks like, so please find him and ask him to fix it for us. It'll probably be faster than waiting for the crew. Ganz sicher, auf jeden Fall. Right, I'll do that. Oh Gott. Oh Gott. So, lass mich da rein. Ich kann nicht mehr. Zwei Stunden haben mich zerstört. Emotional. Weißt du, dass es keine zwei Stunden waren? Es waren ungefähr 20 Minuten. Es hat sich zwei Stunden. Gerade angefühlt wie das Ende aller Tage. So. Wie das Höllenschlund. Ja, dein scheiß Geburtstag. Weißt du noch, wie der war? Ach nee, ey. Now? Now? Yeah. Now? Happy birthday. Natürlich fängt es bei der 9 an. Na, gut. Ja, aber ich hab committed schon, ja. Okay. Oh Gott. Guck mal, was da ist. Nur eine, zum Glück habe ich die in meinem Koffer, diese eine. You take in the fuse. Okay, jetzt können wir den Aufzug benutzen. Können wir den Aufzug und jetzt können wir da raus. Oh. Holy shit. Also, ich pack das Handy einmal in den Speicherbumsi. Sicher ist sicher. Ja.
Wie kannst du sowas programmieren, dass sowas an das Untersuchen eines Items getriggert ist, oder? Fehler ist einfach, wenn du nicht nachdenkst. Wenn du eine Sache machst und du hast deine Lösung und denkst, jeder Mensch macht das richtig, also brauche ich gar nicht testen. Es ist wirklich dumm. Es ist unglaublich. Vor allem, wir haben gewartet und es kam der zweite Anruf. Ja, und er kam einfach so. Das ist das Verrückte dran. Er kam einfach so. So, geh da hin. Mach das jetzt. Du dumme Sau. Gregor, wenn dich jemand anruft, dann sagst du ja. Ja, ja, sag ich. Ja. Nee, ja. Sie ist eine Frau. Ach, sie kann das nicht reparieren. Oh, jetzt hör mal auf. Sie ist eine. Nein, ich muss vorher die Fuse auswählen und draufklicken. Alter, das ist so aggressiv. Break. Sie weiß, was sie will. Und sie will es jetzt. Sie will diese verdammte Fuse austauschen. Sie hat sie ausgetauscht. So, das heißt, die Keycard benutzen. Was glaubst du? Die Tür geht auf und der Scherenmann. Oh, okay. Sei nicht traurig, kleiner Scherenmann. So, dass du uns jetzt nicht zerschneidest. Jetzt treffen wir hoffentlich Jessica. Hey, what's going on? Natürlich nicht. Ja, du warst doch eben schon mal da. Soll es jetzt doppelt schlimm sein, oder? Was? Gregor, können wir bitte aufhören? Warte. Können wir diese Folge nicht einfach beenden? Ich glaube, da war was. Let's continue. Stand da gerade Kapitel 1, Szene 1? Sind wir immer noch in Kapitel 1, Szene 1? Er rechnet aber ziemlich. Also ich glaube, wenn wir einen bestimmten Punkt übersprungen haben, füllen sich auf einmal ganz viele Sachen gleichzeitig aus. Na gut. Sehr geschickt entwickelt. Nee, warte mal, irgendwas, was hatte ich da gemacht? Ja, es fühlt sich an, als müsste so im richtigen Moment unten dieses Aufmerksamkeitssymbol. Ja, ich habe das ja mal. Nee, weißt du, was tatsächlich die Lösung war? Nee. Mir wieder eingefallen. Natürlich nicht. Also, wir gehen in diesen Aufzug und es ist dunkel. What are you doing in the dunkle Aufzug? Ach, Handy. Handy an, Licht. Weil genau das dich davor schützen wird, dass dich eine verrückte Geisteroma. Die aber gar nichts gemacht hat. Die einfach läuft nur halt hinter um dir her. Rumgelaufen ist. Ja. Hey, what's going on? Und jetzt unten auf das Aufmerksamkeitssymbol klicken. Ah, sie läuft. Da läuft eine Frau rum. Okay. Boah, ey. Das war's. Jetzt sind wir da, wo der Schmetterling gewesen ist. Weißt du noch? Ja, der wunderschöne Schmetterling. Maintenant, je suis fait, je suis un beau papillon. Ich erinnere mich, als ich noch dachte, ihre Möpse sehen aber schön aus. Das ist schon so lange her. Das ist so lange her, wer hätte das gedacht? Okay. Und da ist eine schwangere Frau abgebildet, oder was auch immer das sein soll? Ist jemand mit einer Brust oder einem sehr großen Bauch. Ist das gute Musik? Nein, ne? Machen wir Rechtsklick? Nee, es passiert nicht. Wenn es nicht geht, ist er nicht da. Oh, aber die Musik ist nicht gut. Nicht gut. Wirklich nicht gut. Aber wir sind in einem neuen Areal. Guck mal, nee, das ist da, wo der Typ sein Auge gekocht hat. Ja, okay, aber neu, weil alles ist anders. Jetzt. Beim Concierge. Also hier, genau, hier rechts weiter. Ja, ja. Und da ist dann die Freundin. Hoffentlich. Und da runter. Kisten? Ich hab die Kiste weggeschoben. Es wäre kein Horrorspiel, wenn wir nicht mindestens eine Kiste verschieben. Das sind die Kisten beim Tyrant oben bei. Oh, warte mal. Ja, bevor ich es vergesse, weil das hatte ich nämlich auch noch gemacht. Weil ansonsten. Kannst du dich an die Broschüren erinnern? Natürlich. Die waren ja. Die haben die ganze Geschichte zusammengehalten. Warte mal, was passiert, wenn ich hier draufklicke. Jetzt geht was? Ach Gott, ich hasse dieses Scheißspiel. Jetzt nimmst du eine fucking Broschüre. Dreckiges Mist.
Da stand gerade, dass wir von dem Raum mit der Bar die Treppe hochgehen können. Ich glaube, wenn ich die Broschüre nicht hätte, würden wir das nicht machen können. Ich hätte lieber eine Broschüre von ihr. Eine Broschüre? Ach, okay. Da ist sie auch nicht. Okay, also ein bisschen was vom Anzug ist noch da, vom Kleid. Haben wir unsere Kleidermarke eigentlich? Wir haben doch unsere Jacke abgegeben. Und guck mal, keiner ist auch hier beim Partyraum. Kannst du nicht die Tür aufmachen? Nee. Aber ich glaube, da wäre da war aber so ein. Na gut. Ich glaube, ich hatte. War da so ein? Ich nehme an, das geht nicht, aber da war, glaube ich, ein kleiner Kreis. Ach, lauf doch zumindest in eine Richtung, die menschlich ist. Ja, genau. Aber es geht eh nicht, oder? Ja, natürlich nicht. Warum gehst du bloß nicht auf? Wir sollen uns das trotzdem merken, das ist, glaube ich, ein gutes Versteck, oder? Da oben am Counter. Der Counter ist. Ja, den sie sich angeguckt hat. Zumindest scheint er nicht über Hürden gucken zu können, der Johnny. Gehst du durch? Schon ärgerlich, dass die Freundin nicht gewartet hat. Dabei haben wir nur eine Dreiviertelstunde gebraucht, um den Aufzug zu benutzen. Das hat doch gut funktioniert. Was willst du denn? Ja, was will die? Hier, wir haben das Ding weggeschoben. Aha. War das vorher auch schon da? Diese Tür? Ich kann mich jetzt echt nicht daran erinnern, dass diese Tür da gewesen ist. Ah, Schlüssel. Popüssel, die brauchen wir alle. Nimm sie alle. Key for the Café. Das ist gut. Aha. Ist das der? Na gut. Womit wir dann hoffentlich weiter. Noch mehr? Noch ein Schlüssel? Okay. Das hilft dir nicht. Ja. Ups. Hallo? Ich weiß nicht mehr, wo der Raum ist. Nee, da geht's raus. Kiste? Ja, ja. Die eben da war, da, genau, jetzt links. Hier. Da ist sie. Da ist sie. Kannst du rein wahrscheinlich. Da sind Schrauben. Ja, nee, ist nur zum Verstecken. Was aber wiederum auch bedeutet, dass gleich wahrscheinlich der Scherenmann der auftaucht. Der Boogeyman. Ja, hier ist er. Oh. Da ist was. Da ist einer. Jessica, thank goodness you're okay. Fick dich, du Spiel, ey! Ohne Scheiß! Es ist einfach, irgendwann findest du an einem Baum eine Walnuss. Du machst die Walnuss auf. Oh, der Scherenmann, der kommt raus. Oder du kriegst eine SMS. Oh, der Scherenmann aus meinem Handy, er kommt digital. Oder, ah, was ist da unter meinem Schuh? Oh, der Scherenmann! Das ist der Feuerlöscher. Das ist doch... Gregor, sag doch auch mal was. Ich hab ihn gefeuerlöscht. Ey, ich kann Reizgas bringt nichts, Bibel bringt nichts, aber der Feuerlöscher. Aber der Feuerlöscher. Er hat das brennende Verlangen in seinem Herzen gerade gelöscht. Okay, du hast deine Mordlust gestillt. Ich kann nichts gegen deine Walnuss-Theorie sagen, denn sie ist wahrscheinlich sehr akkurat. Es passiert noch. Er kommt überall raus. Ich lese diese Zeitschrift. Oh! Scherenmann. Sehen Sie, was auf Seite 23 passiert? Oh, da bin ich interessiert. Oh Gott! Oh, ich habe gerade gut Chinesisch gegessen. Was steht denn in diesem Glückskeks? Oh, ein Scherenmann. Ja, ey, es ist nicht weit hergeholt. Scherenmann. Also eine unserer Freundin ist jetzt tot. Ist jetzt tot, das müsste Jessica wohl sein. Oh, nee, no? Ist mir egal. Und guck mal, jetzt wo wir den Schlüssel haben, können wir hier Kannst hoch. Du das Band wegnehmen? Das Spiel macht alles falsch. Also selbst die einfachsten Regeln, die Computerspiele in 20 Jahren etabliert haben, da sind nur ein paar Schrauben. Und? Was ist da drin? Okay. Ihre Brüste passen nicht rein, tut mir leid. Glück gehabt. Nicht hin. Da ist auf dem, genau, nein, ja, da auf dem Stuhl, nein, weiter, da. Dabei diese Box was. Meinst du? Hä? Okay, dann. Achso, war da ein Kreis auf? Da war ein Kreis, ich hätte schwören können, da war ein Kreis. Oh gut. Also nee. Hier drüben ist was. Da schauen wir nicht. Ach nee, das ist das Headrack hier. Ach, da reicht. Reißt mir Coathanger. Kann sie ihr Haar dran hängen? Glaubst du, vielleicht hat sie eine Perücke? Meinst du? Da drunter ist alles Glatzi oder Extensions?
Ich weiß, man kann es mir nicht ansehen, aber ich trage auch Extensions. Ja. Nur nicht auf dem Kopf. Es kann nur einen geben, das ist Nature Boy Rick Papadopoulos! Ein lange von dir gepflegter Witz, der irgendwann ja aufgelöst wird. Damit sollten wir aufs Deck kommen, aber es ist abgeschlossen. Wir haben den Schlüssel, ne? Geht es? Natürlich. Gut. Da ist er, der Scherenmann. Hä? Moment, sie macht die Tür auf und macht sie dann... Okay, wieso gehst du nicht einfach durch? Sie hat original... Das muss man sich mal reinziehen. Das muss man sich wirklich mal reinziehen, was sie da gerade gemacht haben. Findest du es nicht komisch? Ich hinterfrage hier nicht mehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Oh, guck mal. Tot, in 3 Minuten tot. Das ist unser Kratzmeister. Ja, ja. Der ist doch schon, der war schon vorher verdammt. Ja, der steht auch da verdächtig. Oh. Ach, ich stehe hier halt rum. Whoa, you made me jump. I thought I was the only survivor on this floor. This is no time to be laughing. Kratz, kratz, kratz. We have to get out of here before it comes back. Yes, yes. I just got here in search of a way to another floor. Do you have any ideas? So reden keine Menschen. I do. There's an emergency rope ladder we could use to move down the side of the ship. Seriously? If we fall, we'll be seafood. Would you like to stay here? I'm going down. Wait, I'm coming too. All right, let's go. Okay, aber sie hat noch ihre Redebewegung. Ja. Es wirkt ein bisschen so, wie wenn Aliens versuchen, menschliche Kommunikation zu bauen. Is that ladder? Glaubst du, das ist von Aliens entwickelt worden? Das würde mich wenig wundern. 9.44 Uhr abends, so knapp. Was war es? 8.30 Uhr vorhin. Und wir sind jemand anderes. Nee. Doch. Nee. Doch, wir sind jemand anderes. Leonard. Well, yes, that's right, Maria. It might be dangerous to walk out there, but... Yes, yes, calm down. Rooney isn't our only concern right now. We have to stop that thing somehow. Yes, I know, Maria. I don't intend to get myself killed, you know. I'm trusting you to take care of the students. Also anscheinend der Klassenlehrer oder so von Jess Monica. Ein etwas dickerer Herr. Ein Kran für Rettungsboote. Also es gibt multiple Charaktere. Und bis hierhin hatte ich. Bis hierhin hast du gespielt? Mhm. Bis hierhin hatte ich mich irgendwie durchgewurstelt. Das heißt... Quatsch ihn mal an. Wir quatschen ihn mal an. Das ist der Johnny, ne? Professor Leonard, the situation does not look good. Das muss ich ihm auch eine Stimme aber geben. Oh, hello Eric. Do you lads have any idea what's going on here? What's going on here? Shut your fucking face. You have to click. What's going on here? I'm afraid we probably know a little more than the passengers. All we know is that there has been a mass killing taking place aboard the ship. Ich bin leider draußen, ich mach da nichts. Passages between various areas have been cut off. On top of that, we are unable to reach the cabin and crew. They have sent an SOS, right? I can only hope. Ey, was sind das für unfähige Leute auch vor allem, ne? Das ist alles scheiße, es ist wirklich... Mein Gott! So, jetzt bin ich mal gespannt, welche Stimme du für unseren schwarzen Kollegen hier nimmst, die hoffentlich dann adäquat ist und nicht über... Ich habe ja keine schwarzen Freunde, ich weiß nicht, wie die Murphy, nicht Daddy Murphy. Hey, bitte! I know you. Professor Leonard, I'm Kobe, the purser. Ah, that's right, you're the lad who came in to check on my shower. Gewehr der... Egal. Du hast mir meine Dusche geprüft. Ja, schnack, schnack. You really helped me out. I was screaming like a little girl when ice cold water started spewing out. Jetzt wissen wir, dass er unter der Dusche stand, während ihm der Page geholfen hat. Hat kurz seine Sicherung ausgetauscht. Professor?
Right, yes, sorry. I wish I could grasp what on earth has happened. You'd think we've been attacked by pirates or terrorists. Ja, das wäre mein erster Gedanke. Piraten. Sind die somalischen Piraten mit den Riesenschiffen? Ich meine, oh, ist irgendeiner von denen fähig zu einem normalen Gedanken? Ich glaube nicht. Yeah, we came here to assess the situation and help people evacuate. But. Did you see? Schneck. The boats are missing. The boats are missing. Die Boote sind missing, Sippy. You mean all of them? I'm pretty sure. Okay. Also, guck mal, die sind hier rausgekommen, um Leuten zu helfen, aber sie haben keinem einzigen geholfen, sind hier draußen in der Sicherheit und alle Rettungsboote sind weg. Was ist mit den Rettungsbooten passiert? Ja. Ja. Eine Kiste. Ein rotes Objekt, das aus Vinyl gemacht ist, ist in der Box. Was kann es sein? Platten? Ein Ach Rettungsboot. So. Sag mal, die sagen, alle Rettungsboote sind weg. 3 Meter neben ihnen ist eine große ist ein Kiste, Rettungsboot. Wo drauf steht, dass da ein Rettungsboot. Und das Lustige ist, dass er trotzdem es nicht benutzt. Warte erstmal, ich sag das denen mal kurz. By the way, there is a Rettungsboot. Should we assume that someone dumped the life rafts intentionally to prevent our escape? Natürlich. Ha! That might be a reason. Ich hab nichts gemacht. Professor. Oh. I take a look over here. Ah, guck mal. Ja, was? Das ist Feuer. Denn da? Feuer. Ja, was ist auf dem Wasser? I see it. Some kind of light. A lighthouse or something lit up like a bonfire. Ein Bonfire. Exactly. There are many deserted islands around here. You can see the light shining from one of them. Ist der Klaus Kinski geworden? I don't care anymore. Was hast du so zu wie sagen, die Entwickler, warum soll ich mir Mühe geben, wenn die sich keine Mühe geben? Ey, das ist besseres Voice Acting, als was sie sich hätten einfallen lassen ja, können. Ja, aber die haben null. How soon soll er? They barricaded themselves in a cargo hold in the shopping area. Also sie sind in der Einkaufsgegend? I'm worried because some of them haven't joined the group yet. It's the safest place I can think of. Da, wo der Mörder Scheren einkaufen geht. A cargo hold in the shopping area is safe. Very good. Ach, oh, hier ein anderer. Ja. very good. Behalt die gleiche Stimme. Leute, aber das Boot. Du hast das Boot. Ach, vielleicht muss ich es einmal angucken, wie die Tür aufgemacht hat, wieder zugemacht hat, damit sie sie aufmachen kann. Oh Gott. So, ein aufblasbares Rettungsboot. Ein aufblasbares Rettungsboot. Okay. Muss ich euch nochmal Bescheid sagen oder irgendwas anderes hier anklicken? Klicken wir mal schnell durch hier. It's probably a crowd that headed towards the island of the life rafts. What could the source of the light be? Oh, what could it be? Odds are passengers or crew members or both use the life rafts to get to the island. Right, that's what I think too. I don't know what their intentions are though. If they only wanted to escape from the ship, why touch the other life rafts? Warum touchen? We need to catch up with them. I don't know about you, but I don't plan to swim there. Haha, you're a funny guy. Yeah, I'll let you in on a little secret. I'm a natural born sinker. Vielleicht ein guter Bandname. Natural born sinker. Ja, eigentlich schon. Ja. Dürfen aber nicht auf Booten spielen, weil sie dann immer... Ja, verboten auf Booten. Auf Booten verboten. Auf Booten verboten. Are you two aware that of the yellow box over there? Isn't there a life raft in that box? Yellow box? Alter. I'm colorblind? Oh, that's right. We prepare an inflatable life raft in case of an emergency. Ihr seid die schlimmsten Leute der Welt. Right, I recall seeing that on the itinerary. Ich glaube, das ist die Bestandsliste. Itinerary. Never thought it would come to actually using it. Good, then the both of you can get to blowing it up. I'll be cheering you on. Don't care to join us? Apropos unter der Dusche, ne? Yeah. Sorry, I'm not too confident about my lung capacity. Plus, my doctor specifically told me not to inflate any life rafts. Der ist so ein Spaßmacher, ne? Ja, das ist so. Das ist der Lehrer, der denkt, dass er cool ist, ne? Mhm. Und dann gehen dir diese Witze nach einmal auf den Sack.
Er macht sie vor allem immer genau und immer dieselben. Well, well, we should hurry then. Mhm. Immerhin haben sie es gemacht. Schnitt, Schlauchboot. Na gut. Immerhin. I'm not sure what's going on. Oh. But whoever is on that island probably knows more. Warum? Vielleicht von den Geflüchteten? Wegen dem Licht, weil er ein Licht hat. Verstehe, ja. So you think they're terrorists? Wer Feuer hat, der hat Wissen. Maybe. If they were, they probably would have made some kind of statement by now. Anyway, we should keep going. Okay. Lup. Sie paddeln, er guckt doof. Und wir haben den zweiten Charakter fertig. Ach nee. Das vielleicht kommt jetzt der dritte Charakter. Nee. I'm going to take a look. You lot stay here. But why? Won't it be dangerous? Dangerous? Someone needs to guard the boat, or we could end up stranded here. Don't worry about me. I'll be careful. As you please. Okay. Da sind wir jetzt auf Denzel. Er hat übrigens sein eigenes Handy. Der oh, ja, lass einmal. Ja, Bilder von Frauen und Sushi. Hat. Oh, ist das die Vibration, ist das von der ich denke, dass sie es ist? Das ist die Vibration, von der ich denke, das ist. Es ist ein Anruf von einer Frau, den ich wegdrücken muss. Es ist die Vibration. Oh nein, wir müssen noch eine weitere Stunde weitermachen. Nein, ich glaube, wir haben auch einen guten Ausstiegspunkt hier erreicht mit Professor Lennart. Ja, danke. Danke, speicher vorher ab. Bitte speicher ab. Ich will das nie wiedersehen. Ich will das Boot, das verdammte Boot nie wiedersehen. Ich weiß gar nicht, wie man speichert hier. Geht nicht, oder? Ja, ich finde hier keine Ladestation. Es sei denn, er hat eine in seiner Hose. Die haben wahrscheinlich jetzt selbst gespeichert. Ja, ne? Also, Simon, würdest du einen Anruf wegklicken? Würdest du einen Anruf wegklicken das nächste Mal, wenn sowas passiert? Ich würde diese Sendung wegklicken, wenn sie plötzlich auf Rocket Beans vor mir wäre. Und sagen, nee, klick. Ich weiß, was ihr in der zweiten Folge macht. Nichts. Also das Spiel ist fürchterlich, aber ich finde, es passt gut und ich hasse es jetzt schon inbrünstig und ich hoffe, dass die Entwickler richtig Probleme hatten nach dieser Entwicklung. Weißt du, ich sehe zwei positive Sachen, vielleicht drei positive. Die eine, die Belustigung der Leute, natürlich. Das, was ich auch gut finde, ist, dass Leute auf dieses Kriegsverbrechen aufmerksam gemacht werden, weil diese Leute müssen gerichtet werden. Ne? Und wir kommen langsam in die Denke dieses Kackdings rein. Sodass Kommen wir gut. Ja, okay, du hast recht. Wir klicken alles 15 Mal an, um ganz sicher zu gehen. Das haben wir mittlerweile. Also ein Spiel, wo du mit einem Schlüssel eine Tür aufmachst. Die Frau die Tür aufmacht und wieder zumacht, damit man sie nochmal aufmacht. Das ist was Besonderes. Ich bin froh, dass wir nicht mehr die Frau spielen, aber ich habe nicht das Gefühl, als ob er es besser macht. Er macht das, er weiß. Und du hast gesagt, das Spiel geht 8 Stunden. Wir haben jetzt das vom reinen Spiel vielleicht eine halbe Stunde gesehen. Das ist so als grober Richtwert angegeben, ja? Die 8 Stunden. Das heißt, für uns. Naja, ich weiß, was das heißt. Ey, wir müssen dringend beim nächsten Mal bescheißen, Gregor. Ja, so fühle ich mich, wie eine Hand in zu enge Handschuhe gepresst. Und einer ist irgendwie. Ach. Tschüss. Dieses Spiel macht uns zu Alkoholikern. You can see me.